Der Brief an Titus mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt, nicht verleugnerisch, nicht Sklavinnen von vielen Wein. Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf das der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren unterwürfig zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend. Nichts unterschlagend, sondern alle guten Treue erweisend, auf dass sie die Lehre, die unseres Heilandgottes ist, zieren in allem. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, auf dass wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich niemand verachten. Der nicht nur andere Personen als Aufseher anstellen, sondern auch selbst während seines Aufenthaltes auf Kreta mit der ihm verliehenen Machtvollkommenheit über die Ordnung und den sittlichen Wandel der Christen wachen sollte, war beauftragt, wie dies übrigens in allen drei Briefen an Timotheus und Titus der Fall ist, darauf zu achten, dass jeder Einzelne seiner Stellung gemäß wandelte nach dem, was sich in sittlicher Beziehung und den bestehenden Verhältnissen gemäß schickte. Eine wichtige Sache, die sowohl vor den Angriffen Satans als auch vor Verwirrung in der Versammlung schützt. In der Versammlung herrscht wahre Freiheit und die sittliche Ordnung ist der Schutz derselben. Wenn Gnade und heilige Ordnung unter den Christen vernachlässigt werden, so bietet das dem Feinde die beste Gelegenheit, den Herrn zu verunehren, das Zeugnis zu verderben, alles in Unordnung zu bringen und somit der Welt Anlass zur Lästerung zu geben. Täuschen wir uns nicht, wenn diese so schöne und schätzbare Ordnung nicht aufrechterhalten wird, dann wird die herrliche Freiheit des christlichen Lebens, die so schön und kostbar ist, obwohl sie die Welt nicht kennt, weil sie nicht weiß, was Gnade ist, der Unordnung Raum geben, wodurch der Herr verunehrt und alles in Verwirrung gebracht wird. Folge der Wahrnehmung, dass die Schwachheit des Menschen da, wo die christliche Freiheit herrschte, Anlass zur Unordnung gab, hat man, anstatt nach dem wahren Heilmittel zu forschen, oft die Freiheit zerstört. Man hat die Kraft und Wirksamkeit des Geistes verbannt. Denn wo der Geist ist, da ist Freiheit in jeder Beziehung. Da ist die Freude der neuen Beziehungen, in welchen alle eins sind. Aber einerseits der Geist jedes Band bricht, wenn es um den Herrn willen nötig ist, erkennt er andererseits alle Verhältnisse an, die Gott gebildet hat, selbst wenn wir sie brechen, wie es auch der Tod tut. Falls die Berufung Christi, die über allen Verhältnissen nach dem Fleische steht, es erfordert. Solange wir uns indes in diesen Verhältnissen befinden, haben wir, wenn eine solche Berufung nicht vorliegt, denselben entsprechend zu handeln. Alt und jung, Mann und Weib, Eltern und Kinder, Herr und Knecht.
Alle haben die gegenseitigen Rücksichten zu wahren, ein der Stellung eines jeden entsprechendes Verhalten zu beobachten. Die gesunde Lehre trägt allen diesen Verhältnissen Rechnung und gibt Warnungen und Ermahnungen bezüglich alles dessen, was sich für dieselben geziemt. Das die Unterweisung, die der Apostel dem Titus hier gibt, hinsichtlich der alten Männer und alten Frauen, sowie der jungen Frauen, im Blick auf ihre Männer, ihre Kinder und ihr ganzes Leben, dass sie häuslich und bescheiden sein sollten. Und der Jünglinge, welch letzteren Titus sie stets als ein Vorbild darstellen sollte. Ferner hinsichtlich der Knechte gegenüber ihren Herren und schließlich hinsichtlich der Pflichten aller Christen gegen die Obrigkeiten, ja, gegen alle Menschen.